und herzlich willkommen hier auf MicroHase TV mit dem Ice Dragon und dem Bio. Und zusammen spielen wir Space Engineers in der dritten Folge. Allerdings müssen wir dazu sagen, auf einer neuen Karte. Richtig, weil in der Zeit, wo wir aufgenommen hatten und die Folgen eigentlich schon alle fertig waren, ist ein großes Update rausgekommen. Genau, das große Weihnachtsupdate, das bestimmt alle mitbekommen haben von euch. Wo dann doch sehr viel dazu kam und wir uns entschieden haben dazu, dass es jetzt natürlich wenig Sinn macht, denn die Folgen, die wir schon aufgenommen haben, noch weiter zu nutzen, weil einfach es einfach viel zu viel Neues gibt. Es durchaus Sinn macht, diese Folge jetzt neu zu machen. So, wir haben eine neue Karte genommen. Wir haben natürlich gleich eine Super Large World mit High Density Asteroidenfeld genommen. Also gleich Full Power, so nach dem Motto, gleich Maximum hier alles. Jupp. Bin hier gerade ein bisschen am Ausbeulen vom Schiff erstmal. Das ist ja am Anfang immer so ein bisschen verbeult. Deswegen, wir haben gerade erst frisch auf der Karte angefangen. Wir haben auch noch nichts abgebaut auf der Karte. Ja. Wir haben nur ein paar Teile vom Schiff schon mal zerlegt vorne. Ihr habt ja die anderen Folgen ja auch noch nicht gesehen gehabt, die wir ja schon aufgezeichnet hatten. Wir waren ja schon mit unseren Aufnahmen bei Folge 15 gewesen. Man glaubt es nicht, wir schmeißen jetzt ja wirklich hier 13 Folgen in den Müll. Direkt in den Papierkorb. Und wir waren schon dabei gewesen, wir haben uns einen Asteroiden gesucht gehabt und haben uns da schon praktisch häuslich eingenistet. Naja, so ein bisschen, ja. Ja, wir haben ein Tor gebaut, ein großes. Ein Torbogen. Das Tor und selbst war noch nicht da. Das ist richtig. Und wie gesagt, das schmeißen wir jetzt alles wieder über den Haufen und wie gesagt, fangen jetzt nochmal komplett von vorne an. Was wir hier jetzt noch drin haben, wir haben ja noch diese mega große Karte hier. Kommt jetzt noch dazu, dass wir jetzt hier Asteroidenschauer noch drin haben. Genau, die haben wir aktiviert, dass wir jetzt auch Asteroidenschauer mit drin haben. Wir haben das auf normal gestellt, nicht übertrieben, ganz normal, dass gelegentlich mal ab und zu ein Asteroidenschauer kommt, der uns hoffentlich nicht gleich wichtige Komponenten unseres Schiffs wegkloppt, weil dann haben wir nämlich ein Problem. Dann ist das zu Ende, dieses Spiel wieder, genau. Nein, nicht unbedingt. Nicht unbedingt? Nein, nö. Okay. Weil, wenn wir sterben, können wir uns ja ein neues Schiff holen. Mhm. Beim Wiedereinstieg können wir uns ja ein neues Schiff holen. Das könnten wir gegebenenfalls zerlegen, wie auch immer, und uns dadurch dann wieder eine neue Komponente, was wir brauchen, besorgen. Ah. Aber noch eins vorweg jetzt, Ice Dragon. Wir können schon mal allen frohes Neues wünschen. Die Folge kommt direkt nach Silvester. Genau, dann ja, frohes neues Jahr 2015. Richtig. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und habt schön gefeiert. Habt hoffentlich nicht so einen starken Kater gehabt danach. Und habt hoffentlich auch keinen Böller um die Ohren bekommen. Hoffentlich sind noch alle Arme dran, ja, kann man schon sagen. Alle Arme, alle Finger, alle Füße. Also, wie gesagt, hoffentlich seid ihr alle gut reingerutscht hier. Also, wir sind es auf jeden Fall, denke ich mal. Wie gesagt, wir nehmen jetzt vor Silvester auf die Folgen. Vor Silvester auf, wir hoffen, dass wir reingerutscht sind. Und, aber auf jeden Fall ist, wenn diese Folge online ist, sind jetzt zwei Projekte auf jeden Fall abgeschaltet. Unter einem ist hier der Bausimulator 2015. Den haben wir beendet. Und Emergency 5, den haben wir beendet. Dank schwerer Bugs mussten wir die Spiele beenden. Aber nicht verzagen, wir haben noch weitere tolle Let's Plays hier auf unserem Kanal. Schon alleine. Wieso änderst du deine Farbe? Dass man mich erkennen kann. Ah. Wie gesagt, Space Engineers hier auf unserem Kanal, den Landwirtschaftssimulator geht es dann natürlich weiter mit dem Peter. Und dann haben wir auf jeden Fall noch. Jetzt fällt mir gerade gar nicht. Cities in Motion, ne? Cities in Motion. Du bist schwarz, ich bin weiß. Ja. Cities in Motion 2 läuft bei uns zusammen, genau, mit dem Ice Dragon. Cities in Motion. Dann haben wir noch hier Solo-Projekte von mir. Erstmal nur die Sims 4 ist online, denn hoffentlich, wenn alles klappt. Und dann kommt noch ein Solo-Let's Play von mir hier. Der Ice Dragon, wenn alles klappt, macht das dann später irgendwann mal. Genau. Wenn alles klappt. Ich bin hier gerade so schwer beschäftigt, gerade weil wir bauen gerade noch schnell, bevor wir hier groß spielen, jetzt noch schnell einen Passagiersitz für den Bio ein. Ja, weil wir nämlich das Problem haben, wenn der Ice Dragon hier rumfliegt, fliege ich auch durch das ganze Raumschiff und das ist dann halt nervig, denn wenn man dann halt, ja. Das sind, also im wahren Leben würde man jetzt sagen, da fehlen die Trägheitsdämpfer.
Deswegen, ich möchte mich gerne hinsetzen, wenn der Asteroid. Ja, hast du ja auch schon deinen Sitz oder schon fertig? Weil ist auch wieder da. Ich würde nämlich auch gerne. So, wie wann jetzt was aktivieren? F, ne? Ja. F, genau. F. Und wie kommt ein V? Na. So, wir haben jetzt schon ein bisschen was vom Schiff zerlegt. Wir haben vorher die beiden Gitter abgenommen und haben die Glasscheibe rausgenommen. Ja, die haben wir nicht rausgenommen, die ist versehentlich rausgefallen. Die ist rausgefallen, wenn wir da rausnehmen. Okay, ich wollte das vertuschen. Nein, ich mache mal die Tür zu, es zieht. Wir haben eh schon ein Loch hier. Wir haben ein Loch und wir haben vorne kein Fenster drin. Also es zieht, ja. Es zieht so ein bisschen, wir haben einen Durchzug. Im All natürlich sehr clever zu sagen, vom Durchzug hat. So. Ich würde sagen, auf und davon. Fliegt man gleich zu dem Großen erstmal hin. Ja, geradezu in den Großen. Genau. Da bewegen wir uns jetzt erstmal hin. Wir haben jetzt eine Infinite World mit High-Density-Asteroidenfeld, also mit der Dichte. Und wir hoffen mal, dass wir hier gut was finden. Die Asteroiden sind, wir haben Exploration, glaube ich, ist, haben wir ausgelassen erstmal. Achso, triggert einfach. Boah, ich habe mich gerade schon gewundert, warum bremst das Teil nicht? Ja, das will, wenn man sich auf dem Asteroiden zubewegt und dann sich erst fragt, warum bremst das Ding nicht? Wollen wir zu dem Großen fliegen? Erstmal gucken, was der Kleine hier hat. Flieg mal gleich zu dem Großen. Der Kleine sieht interessant aus eigentlich. Wir können nochmal schnell sagen, worum es hier eigentlich bei Space Engineers geht. Ich weiß gar nicht, ob wir das in der ersten Folge gemacht haben. Ich weiß auch nicht, was wir alle schon erzählt haben. Ist ein Weltraum-Sandbox-Spiel, wo ihr euch praktisch hier aus... Sandbox. Ja. Wo ihr euch praktisch hier machen könnt, was ihr wollt. Genau. Ihr könnt bauen, ihr könnt gegeneinander spielen, ihr könnt miteinander spielen und. Also vieles Interessantes. Halt alles im Weltraum spielt es komplett. Gibt's nur auf Steam das Spiel. Das werdet ihr so nicht in den Handel finden. Ja, das ist bloß wieder mal das tolle Eisen. Ja, ich hab schon geguckt gerade. Achso, du bist gar nicht drin, weil ich dachte, du bist drin geblieben. Ich flieg mal hier zu den Großen einfach mal hin. Ja, ich flieg einfach mal mit dem Schiff rüber, hinterher. Auf jeden Fall hat er ein schönes großes Loch hier. Schön, ja. Naja, reicht für unser Raumschiff ist das nicht. Ja, wie gesagt, nur auf Steam zu finden. Und wie gesagt, befindet sich das Spiel? Ist es jetzt in der finalen Phase oder ist es auch wieder ein Early Access Spiel? Das ist immer noch Early Access. Aber es wird gut geupdatet, also das kann man sagen. Immer noch Early Access. Es kommt eigentlich immer noch gut jede Woche ein Update, muss man aufpassen, dass ich nicht nur so gegenfliege beim Quatschen. Das Schiff passt übrigens da rein. Also so grob wird reinpassen. Ganz knapp wird reinpassen. Es ist wegen Sicherheit, weißt du, wegen Asteroidenschläge. Also ja, wegen Asteroidenhagel, Meteoritenhagel. Ich bin mal gespannt, wie die aussehen. Die Meteoriten? Also was ich gesehen habe, ich habe es noch nicht selber gesehen so richtig. Aber es ist, ich spiele meistens immer ohne, aber das ist, sieht aus wie so ein Feuerregen, so nach dem Motto, vom Himmel. So nach dem Motto. Gut. So, ich habe jetzt mal eingeparkt. Hier ist mal reingeflogen, einfach hier. Also merkt ihr, wo wir geparkt haben? Sonst finden wir es wahrscheinlich nie wieder. So, also auf jeden Fall wird es dann vielleicht ein bisschen spannender als unsere erste Aufnahmesession, die wir gemacht haben. Ja, genau, so ist hier wieder nur Eisen aktuell. Nope, ich auch. Nur Eisen ist natürlich blöd. Also ein bisschen was anderes braucht man dann ja doch auch noch. Also wir haben ganz, ganz viele Asteroiden. Die Skybox wurde mit dem Update auch nochmal geändert. Obwohl sie kurz vorher schon mal gewechselt wurde, aber sie wurde danach, gleich nochmal geändert. Und einfach deswegen, damit ihr auch die Möglichkeit habt, besser die Asteroiden zu erkennen. Weil somit habt ihr jetzt in der Skybox keine Asteroiden mehr drin. Wird keine aufgemalten Asteroiden auf der Skybox nach dem Motto. Und dadurch kann es nicht passieren, dass ihr, weiß ich nicht, ewig auf einen Asteroiden zufliegt, der in echt gar nicht existiert. Ja, das ist klar, ja. Nee, aber hier ist wirklich auch wieder nix, ja. Hier ist nix, ne? Das ist wieder blöd, ja. Also wir haben der Ice Dragon, wo wir in unserer ersten Session gespielt hatten. Ist der Ice Dragon dann auch mal in der Offline-Phase mal so ein bisschen rumgeflogen, um mal zu suchen nach ein paar Rohstoffen. Hab auch ein paar gefunden, ja, aber nicht alle. Ja gut, bringt jetzt ja nichts, weil das ist ja hier immer anders, also wenn ihr das Spiel mal... Andere Karte, genau. Richtig. Da könnt ihr dann euch nicht so eine Fixpunkte suchen, weil...
diese Karte hier werden wir wahrscheinlich nie wiedersehen. Nie wieder. Doch? Wie doch? Hier ist ja, wenn du das Spiel neu startest. Na, aber ist doch. Nein, die Karte bleibt so. Ach, das ist keine Random Map? Das ist keine Random Map. Nein, das bleibt so. Du kannst jetzt auch trotzdem eine Station an einen Asteroiden setzen. Auch alles, was an den Asteroiden abgebaut wurde, wird alles gespeichert. Es sind zwar prozedural, oder wie man ausgesprochen wurde, Asteroiden. Das heißt, zufällig erstellte, so nach dem Motto, um es mal ja, irgendwie so auszudrücken. Aber es ist trotzdem so, dass die ganz normal gespeichert werden. Also das bleibt so. Ich dachte, das sind so eine Random-Maps, die nee, dann einfach... Nee. Weil dann ist es aber auch nicht mehr so... Sag mal, spektakulär, weil das wäre... Also es ist schon eine Random-Map, weil jeder, der eine Karte erstellt, hat immer eine andere. Ne? Hm. Aber wenn du die Karte einmal erstellt hast, und also wenn du jetzt das Spiel lädst, hast du dieselbe. Ja, das ist klar. Aber nicht, wenn... Nein, wenn du ein neues Spiel erstellst, hast du eine neue Karte. Das meinte ich doch damit. Also hast du doch eine Random-Map. Ja, es ist eine Random-Map. Also. Genau, es ist an sich keine fertige. Also habe ich doch keinen Kohl erzählt, dachte jetzt schon hier... Dachte, das ist jetzt einfach so eine fertige Karte, die ist jetzt einfach nur... Cool. Ja. So, der Asteroid hier ist echt aktuell ungünstig irgendwie. Ich fliege hier, ich drifte ab, hippie. Ich muss mal gucken, was wir dafür brauchen für das eine Modul. So, diesen Sensor, ja, da hast du letztes Mal schon mal... Also, ja gut, das können wir ja nicht mehr sagen, hast du letztes Mal schon mal geguckt. Ja, ich hatte den in der Offline-Phase sogar schon angebaut. Das Problem ist, ich muss jetzt mal rein, ich muss mal zum Assembler. Nicht wundern, dass ich Assembler sage, ich habe das, wo es noch nicht übersetzt war, hieß es noch Assembler und das habe ich mir so angewohnt. Ich finde das Wort Montierer, finde ich einfach ein bisschen dämlich. Die Übersetzung, zumal auch immer noch dran steht auf dem Schild, grafisch immer noch Assembler. Von daher kann auch gerne so bleiben, muss nicht unbedingt geändert werden. Hab gerade ein Loch gesucht. Der Montierer, wo ist er denn nur hier? Finde ich nicht mal. Ach so, genau. Der heißt ja im Spiel der richtig Fertigungsroboter, noch bekloppter. Aber gut, okay. Das ist die Übersetzungssache. Hast du das Raumschiff gedreht gehabt? Nein, ich habe einfach irgendwie da reingeflogen, dass es passt. Ach so, ich bin auf dem Kopf rum. Ach so. Ja, es gibt kein Oben und Unten im Weltall, das hatten wir schon mal irgendwann. Also irgendwann hatten wir schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob das in den ersten zwei Folgen war oder nicht, aber ja, hatten es schon mal erwähnt. So, ich wollte jetzt gerade mal gucken, nämlich wegen Produktion, was brauche ich denn für die Sendung? Ich brauche Platin. Ich bin Platin, ja. Ja, also wie gesagt, der S-Wing guckt jetzt mal so ein bisschen rum. Also wie gesagt, wir haben dieses Jahr schon einige Projekte hier vor uns, die wir natürlich mit euch zusammen let's playen. Wir werden natürlich gucken, dass es nicht langweilig wird auf unserem Kanal hier. So, tu mir mal einen Gefallen, schnapp dir mal deinen Schleifteil. So, jetzt gehen wir mal wieder raus und jetzt zerlegen wir mal ein Stück vom Schiff. Auch Ressourcen. So, nach hinten hat das Teil jeweils vier Triebwerke. Yep. Dann nehmen wir jetzt zwei von weg. Jeweils das untere, eins rechts, eins links logischerweise. Ne? Ja, du machst das rechte, dann mach ich das linke. Achte bitte, unten links hast du eine Volumenanzeige. Hm. Achte darauf, dass die nicht voll wird. Ich bin rot jetzt. Also ja, dann hör auf. Ja. Nee, es ist abgebaut. Naja, wenn du aber... Genau, das ist der Punkt. Komm mal mit, folg mir mal. Guck mal, was hier unten jetzt rumfliegt. Es fliegen jetzt Sachen rum. Die wir jetzt nicht einsammeln können, weil wir voll sind. Also dann flieg schnell, ich beobachte das hier. Ja. Oh, hier finden wir den Eingang wieder. Weil das sind nämlich Sachen, die wir. Wenn du nämlich. Deswegen immer darauf achten, dass du nicht voll wirst. Aber warum kommt da keine Meldung denn? Ja, da gibt's keine zu. Mach hinne. Ja, ich bin ja schon wieder da. Hier. So. Ja, da war aber noch mehr, nicht nur das, das ist der Punkt. Das sind jetzt nämlich. Konstruktion, irgendwo noch Stahlplatten. Was die sehen, ne? Ja, war noch mehr. Warte mal, wo ist denn die Unterseite vom Schiff? Das ist nach unten gefallen, logischerweise. Das ist unten. Wegen dem Schwerkraftfeld, was das Schiff ja hat. Ist erstmal nach unten gefallen. Ich muss mal hier ein bisschen Licht in meinem Zimmer ausmachen, dann sehe ich mehr. Ah, hier unten, ich sehe was. Hier. Oh. Erstmal finden. Hier.
Ja, ich muss dich erstmal finden. Hier. Wo bist du denn? Über dir. Da oben, warte mal, Ton. So. Hier sind nämlich noch Stahlplatten. Immerhin 15 Stück. So, gut, alles klar. Okay, aber die Folge ist zu Ende, lieber Ice Dragon. Wir machen erstmal hier einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir sagen auf jeden Fall ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal.